Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute können wir wieder etwas verkündigen. Und zwar haben wir soeben einen weiteren Spieler verpflichtet, und zwar Lee Buchanan. Werder hat sich dazu geäußert und wir lesen das Ganze einfach mal vor. Der SV Werder Bremen hat sich grundsätzlich mit Lee Buchanan auf einen Wechsel geeinigt. Der Außenverteidiger kommt heute ins Zillertal. Wenn die medizinischen Untersuchungen ohne Probleme verlaufen, wird der Vertrag in den nächsten Tagen unterschrieben. Das heißt, dieser Wechsel ist fix. Das Einzige, woran er eventuell brechen könnte, wäre, wenn der den Medizincheck nicht bestehen sollte. Dennoch hat Werder das Ganze auch so vermeldet, weil man sich eben schon was länger einig war mit Lee Buchanan und jetzt eben aber auch der Verband seine Insolventgeschichte, also nicht seine, sondern von Derby County, diese Insolventgeschichte, die einfache Verlängerung für nichtig erklärt hat, was für uns natürlich wiederum sehr, sehr positiv ist. Das muss man ja sagen. Denn dadurch kann Lee Buchanan jetzt ablösefrei zu uns wechseln. Heißt, hat natürlich enorme Qualitäten, die er mit sich bringt und enorme Vorteile, denn er wird mit im Zillertal dann ins Training auch einsteigen können. Hoffentlich jetzt wirklich. Wie sagt man, besser heute als morgen? Also, natürlich, wenn er heute ankommt, werden die medizinischen Untersuchungen wahrscheinlich morgen, übermorgen folgen. Vielleicht kann er dann am Mittwoch schon mit trainieren. Das wäre wunderbar. Und damit hätten wir unsere linke Außenbahn fix vermeldet, sozusagen. Denn ich glaube, dass dann eben noch ein Rechtsverteidiger kommen wird, weil eben Weiser ja höchstwahrscheinlich nicht kommt, dass eben rechts noch jemand kommt. Ich möchte euch aber ein bisschen was zu Lee Buchanan sagen. Erstmal würde es mich total freuen, wenn ihr natürlich hier unten in die Kommentare noch reinschreibt. Hashtag Lee Buchanan, willkommen bei Werder. Ne, ihr kennt das Ganze. Einfach ein bisschen positive Vibes auch. Nachdem das Ganze echt so ein bisschen so ein Hin und Her war und die Deichstube hatte schon vor einer Weile gefällt. Man ist sich grundsätzlich einig, hatten die auch recht mit. Es war einfach nur das Problem, dass eben der Ligaverband prüfen musste, ob Derby County wirklich einfach seinen Vertrag verlängern konnte. Denn das haben die ja behauptet, dass es rechtens ist, aber ist eben nicht. Das heißt, Lee Buchanan wechselt mit 21 Jahren und einem Marktwert von 3,5 Millionen ablösefrei zu Werder an die Weser. Ist 1,79 groß, Hauptposition linker Verteidiger. Kann eben aber auch in der Innenverteidigung spielen, wird als Nebenposition genannt. Finde ich ein Stück was, sagen wir mal, kurios oder komisch. Da erwarte ich ihn eher nicht. Hat in seiner Vita 70 Championship-Spiele absolviert, also englische zweite Liga, dabei 4 Vorlagen gemacht. In der U18 Premier League hat er auch 24 Spiele gemacht, 2 Tore, 2 Vorlagen erzielt. In der Premier League 2 hat er 13 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage. Also er bringt natürlich ein bisschen spielerische Erfahrung auch mit sich, auf einem guten Niveau, und das mit 21 Jahren. Also 21 Jahre geworden, im März ist er 21 Jahre geworden. Heißt, wir haben da jemanden geholt als Perspektive vor allen Dingen für die nächsten Jahre auch. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr gut, wenn man sich da auch diese Gedanken macht und guckt, okay, wer könnte sich da auch die nächsten Jahre eben festspielen? Ein Engländer bei Werder ist ja auch eben jetzt nicht so das Üblichste, was vielleicht ganz cool ist, ist, dass Buchanan und auch Burke, auch wenn Burke Schotte ist, aber problemlos sich verständigen können. Natürlich will jetzt hier niemanden irgendwie sagen, dass die kein Englisch können oder so. Aber ich glaube, gerade wenn jemand wie Burke zum Beispiel auch aus der Premier League kommt und Buchanan im Championship, dass man da so diese Connection schon haben wird, kann ich mir rein theoretisch gut vorstellen. Des Weiteren glaube ich, dass die linke Außenbahn eben ja auch eine Position ist, wo es wirklich heißt, Linksverteidiger, linker Flügel bei uns im System. Das heißt, man erwartet da auch so ein bisschen von Buchanan so einen gewissen Offensivdrang, den er jetzt mit sich bringen muss. Er wird selber als technisch versierter Spieler auch bezeichnet, also bringt da eine Menge Technik auch mit, eine Menge Spielintelligenz auch mit sich, ist eben sehr jung und entwicklungsfähig. Wenn er jetzt schon einen Marktwert von 3,5 Millionen hat, ich meine, ihr könnt es euch selber ausmalen. Gerade die Engländer, die ja auch eben so, sage ich mal, ihre Spieler auch gerne in der Premier League immer halten wollen. Wenn Engländer woanders erfolgreich sind, werden die meistens versucht, auch zurückzuholen. Spielt Buchanan ein, zwei gute Jahre, dann kann das für ihn auch ein Sprungbrett direkt wieder in die Premier League heißen. Muss aber auch nicht sein, kann auch sein, dass er sehr, sehr lange bei uns bleibt. Das wäre natürlich auch sehr erfreulich. Fakt ist, wir können uns jetzt erstmal über einen sehr, sehr jungen, talentierten Engländer freuen, der unsere Außenbahn bekleiden wird. Und jetzt ist auch die große Frage: Wie sieht das aus auf der Linksverteidigerposition, wenn eben jetzt Buchanan und Jung beide fit sind?
und beide gute Leistungen zeigen. Wer spielt dann? Ich habe euch schon mal gesagt gehabt, wenn Buchanan diesen Tempovorteil mit sich bringt, also nochmal ein gutes Stück schneller ist als Jung, dann ist für mich Buchanan die erste Wahl, wenn er ähnlich von der Qualität her spielt, weil einfach Buchanan eine viel größere Entwicklungsqualität noch hat als Jung. Dann hast du mit Jung einen Erfahrenen dahinter, der dann eben auch wirklich, du weißt, was du bekommst, wenn du ihn reinbringst, wenn du ihn da hast. Du weißt aber auch, du kannst ihn auch in der Innenverteidigung noch reinbringen. Du hast da eben diese Erfahrungsplätze, die er problemlos machen kann. Und mit Buchanan hast du wirklich einen jungen, temporeichen, schnellen Außenverteidiger, der vielleicht auch diesen Offensivdrang besitzt, den wir auch brauchen. So. Denn da ist ja dem einen oder anderen vielleicht schon so ein bisschen, ja, mulmig geworden, wenn man dann daran gedacht hat, dass Jung eventuell dann außen spielt und dann eben die schnellen Außenbahnspieler kommen. Da, ja, ihr wisst es selber, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber mich freut das Ganze erstmal sehr, weil es eben wirklich sich jetzt, boah, ich glaube, das erste Mal, wo wir kennen genannt worden ist, ist gut 1,5 Monate her, hat sich also jetzt wirklich eine Weile gezogen und es zeigt auch mal wieder, auch das ist möglich. Denn wenn wir mal zuletzt überlegen, immer wenn Namen bei Werder genannt worden sind, sind die eigentlich nicht gekommen. Also immer wenn zum Beispiel Kiri kam da nicht, Singh fast fix kam da nicht, egal, Pascal Groß, an dem war nicht mal irgendwas dran. Also es ist so oft passiert, dass Namen irgendwie im Umlauf waren, die dann irgendwie nicht mal ansatzweise gekommen sind oder wo es am Ende dann sogar hieß, nö, da ist gar nichts, da ist nichts dran. Und jetzt mit Buchanan haben wir endlich mal da so eine Kehrtwende auch. Ein Spieler, der auch genannt worden ist, aber an dem auch was dran ist. So, das finde ich persönlich erstmal eine gute Sache. Ich freue mich auf den Jungen. Ich freue mich umso mehr, dass er im Zillertal jetzt dabei ist, weil ich einfach denke, es ist immer gut, wenn du den Kern der Mannschaft nur auf bestimmten Positionen Leute zusammen hast, im Zehlertal, im Trainingslager, die dann, wo man sich so ein bisschen connectet, so ein Mannschaftsgeist entsteht, wo man aber eben auch viel noch ausprobieren kann, wo er sich auch zeigen kann. Vielleicht ist er dann auch, jetzt muss ich gerade selber mal überlegen, Beşiktaş ist Samstag, glaube ich. Korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist. Ich glaube, Samstag spielen wir gegen Beşiktaş. Vielleicht kann er da auch dann schon spielen. Das wäre doch hervorragend. Gegen Beşiktaş direkt auch mal spielen zu sehen mit der Mannschaft. Natürlich darf man da jetzt auch noch nicht allzu viel erwarten, wenn er da gerade erst im Training mit drin ist. Aber einfach da auch mal so ein bisschen sich zu connecten, das zu sehen, finde ich dann doch sehr gut. Heißt, kurzum, jetzt nochmal von mir so ein kleines Fazit. Für mich steht jetzt nur noch eine Position im Vordergrund. Buchanan ist jetzt gekommen. Wir haben mit Buchanan und Jung zwei Leute, die links spielen können. Rechts haben wir nur Aru. Einen Bomb möchte ich dazu wirklich nicht hinzuzählen. Erstmal fällt er noch sehr lange aus. Zweitens ist er für mich kein Rechtsverteidiger. Und da braucht man einfach noch jemanden, gerade weil man sowieso ja auch Weiser holen wollte. Also rechts fehlt noch einer, ganz klar. Aber sonst sind die Transferplanungen, glaube ich, persönlich abgeschlossen. Ich denke nicht, dass noch jemand kommen wird, außer ein Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger wird noch kommen. Der Rest, glaube ich, wird nicht mehr. Links haben wir jetzt mit Buchanan verstärkt. Und ja, ihr könnt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da ganz, ganz liebe Grüße da lässt und euch auch ein bisschen mitfreut über Buchanan. Also.